Ausgelassene Stimmung, Heiterkeit, Jubel, Trubel. Fastnacht in Franken läuft im chinesischen Privatfernsehen. Und im Mainzer Lokalfunk mit einer Einschaltquote von 80%. Aber was ist das? Schau doch mal, Herr Gastgeber ist ein gewissenloser Norbert Neugier. Und Freunde, haltet euch fest, der Elferrad ist kein Elferrad mehr. Es ist ein Neunerrad. Die alten Eihauser feiern der Kapelle. Drauf. Ein Stern geht über Franken auf und dieser Stern ist die Kapelle. Und jedes Jahr an dieser Stelle ist im BR der Schrecken groß. Das ZDF bringt Gottschalk auch nicht los, doch Gottschalk steht auch diesem Sender nah, denn heute ist sein Opa da. Deutschland etwas auf sich hält, der kommt als Bayer auf die Welt. Und die mit dem meisten Grips und Schmalz. Die kommen aus der Oberpfalz. Ganz unten in der Hierarchie kommt die fränkische Prärie. Dann folgt mit ihren Gülleweihern die Sauzucht Tundra Niederbayern. Dort, wo die Zahl der Sauköpfe auch noch überwiegt, wenn keine Sau mehr Nachwuchs kriegt. Die Oberpfalz liegt nebenan, da fängt der Mensch in Bayern an. Und durch ganz Europa schallt's. Glorreich ist die Oberpfalz.
Staatsminister Bauernschlau für Opfesoft und Trossenbau, Kauderwelsch und Rumgeeier ist ein bekannter Niederbayer. Und bei den Viechern dort zu Haus. Und genau so schaut er aus. Das ist das Stück vom Amtsgericht, denn für dieses Schmähgedicht wird der Minister dazu neigen, die Kapelle anzuzeigen. Wobei das Vieh wohl des Vergleiches wegen mehr Grund hätte, sich aufzuregen. Eiwanger geht auf die Jagd und es wird allgemein gesagt, dass kein Tier vor ihm erschrickt, wenn's ihn auf der Pirsch erblickt. Weil das Wild sich sicher fühlt, jede Sau weiß, wie er zielt. Seine Treibjagden sind legendär und greift der Hubert zum Gewehr, geht die Furcht im Lande um. Und in den Kirchen ringsherum beten ängstlich viele Weiber für ihre Männer, die als Treiber dort zitternd durch die Wälder streifen, wo Querschläger vom Hubert pfeifen. Im Laufe seiner Lebensjahre wurden Treiber Mangelware. Und jeder Treiber, der ihn kennt, macht vor der Jagd sein Testament. Mit niederbayerischem Talent wird in Brüssel keiner Präsident. Drum stieg dem Niederbayern Manfred Weber Frau von der Leyen auf die Leber, welche nun an Webers Statt in der EU das Sagen hat und jegliche Entscheidung trifft. Der Weber war ihr Treppenlift, ihr Fußschemel, ihr Wagenheber. So erging's dem armen Weber. Und heute ist er aufgetaucht, weil ihn die EU nicht braucht. Man setzte ihm in Brüssel die Uschi vor den Rüssel, denn die ist A, kein Mann, die B, sehr gut Französisch kann und C, ihr peppiges Niveau trifft den Geschmack vom Herrn Macron. Weil in Brüssel alles besser geht, wenn der Weber nicht im Wege steht, sitzt mangels besserer Verwendung der Weber jetzt in dieser Sendung und vertritt Europa heute offenbar als Fastnachtskommissar. Zum Zeichen, dass die Umwelt leidet, hat Thorsten Glauber sich verkleidet. Ohne Kopfhaar, grüne Platte, als nitratverseuchte Wanderratte. Der schöne Ludwig von den Grünen ist als Beethoven erschienen. Dabei war Beethoven doch ein Genie. Das
Das passiert beim Hartmann nie. Doch für sein fehlendes Profil hat unser Ludwig Sex Appeal und erotisch einen Flow wie Kermit aus der Muppet Show. Ludwig ist ein Frauenschwarm. Bei ihm wird jedem Käfer warm. Jeder Biene schwillt der Kamm. Und ganze Schwärme stehen stramm. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Dicke, fette, geile Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene. Seit Markus Söder Bayern führt und Aiwanger ihm ministriert, stellt ein Dreamteam ohnegleichen im Bayernland die Weichen. Will der Söder was beschließen, ist er auf Hubert angewiesen und die beiden strahlen etwas aus, wie wenn die Sendung mit der Maus Hein Blöd und Captain Blaubeer zeigt, wobei der Hubert nicht zum Blaubeer neigt. Der Greta Thunberg Flughafen Berlin braucht überhaupt kein Kerosin und kommt völlig ohne Flieger aus. Berlin ist seiner Zeit voraus. Liebe Gäste, wer Sie reden hört, braucht sich seines eigenen Dialekts nicht mehr zu schämen. Auch nicht der Herr Aiwanger. Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Neugierk, wir kennen uns jetzt schon so lange, 15 Jahre. Leider, gell? Leider. Ja. Aber jetzt, ich möchte schon mal was sagen dürfen heute. Ich darf das heute echt einmal sagen. Ich wollte es Ihnen schon immer mal sagen. Und heute ist der Moment gekommen. Herr Neugierk, es war mir eine Lehre, Sie kennengelernt zu haben. Man riecht's und kann es sehen, Sie saufen sich die Sendung schön, weil Ihnen 15 Jahre lang, Sie schön zu reden, nicht gelang. Aus der Heimat des Zeugelbiers, aus Wüdisch-Eschenbach, aus dem Oberpfälzer Wald, sind Sie wieder zu uns gekommen. Die alten Neihauser Feuerwehrkapellen mit Ihrem Kommandanten Norbert Neugier. Geht nur was. Erst einmal. Ja, was denn? Und nun zum Schluss. Ja.
Sie aufpolierter Konfetti-Dampfplauderer. Für Ihren zurückgebliebenen Elferrat ein schönes... zurückgebliebenen, minder bemittelten Elferrat ein schönes deutsches Kinderlied ganz einfach zum Mitsingen. Gut. Mein Oma fährt den Hühnerstall Das ist ein tolles Gerät, meine Damen und Herren. Ein sogenannter, kommt aus China. Das ist ein sogenannter DES, ein digitaler Empörungsstopper. Ja. Also gedacht für solche Hühnerstallmusikanten wie hier, die leicht zu entgleisen drohen. Ich wollte eigentlich auf Ausmarsch drücken und play! Brichitte, Brichitte, du bist die... Falsche Taste. Ich wollte eigentlich einen Ausmarsch. Okay, also hier, da gibt es auch noch eine Funktion, da kann man den Gesang ganz wegschalten. Also nur instrumental, pass auf, und play!